Hallo zusammen. Wie geht's? Erst einmal. Zweitens, es ist so verdammt heiß. Ich habe hier wieder Tür offen, Fenster offen. Also falls ihr etwas von draußen hört oder meinen Mann hört, seid mir nicht böse. Sorry, es ist so heiß hier drin. Ich sterbe fast vor Hitze. Aber ja. Ich denke, das einzige Problem, das wir haben werden, ist der Oberlippenschweiß. Ihr wisst, nicht mein Freund, gar nicht mein Freund. Aber worum geht es heute? Ich möchte eigentlich einen leichten Sommerlook schminken. Ich bin heute an einem Familienbrunch eingeladen. An einen, ja, ihr wisst, was ich meine. Wieder das Schweizerdeutsch ins Hochdeutsche Problem. Ich möchte einfach ein paar Produkte benutzen, die ich eher neu habe oder die ich sehr mag im Moment. Und ich hoffe, das Video gefällt euch. Es ist ziemlich vielfältig, was die Produkte anbelangt. Also ist jetzt nicht so ein One-Brand-Tutorial, sondern mehrere Bits and Pieces von allem Möglichen. Ja, also ich habe hier die Dior Backstage Face and Body Foundation gekauft in der Farbe 2 Warm Olive. Das ist diese Foundation hier. Und zwar wird die momentan relativ gehypt. Das soll ja also eine Art MAC Face and Body Foundation sein, aber halt anders. Also ebenfalls mit diesem Waterproof und mit der leichten Deckkraft. Aber ich habe die Foundation bereits getestet und sie hat für mich eher eine Medium Deckkraft. Sie hält wirklich den ganzen Tag. Sie ist nicht vergleichbar mit der MAC Face and Body Foundation. Ist in meinen Augen anders, einfach weil sie ein bisschen mehr matt ist. Ihr könnt das Finish aber total manipulieren, je nachdem. Je nachdem, was ihr für eine Base benutzt, also entweder Pflege oder Primer, nehmt ihr etwas mehr Luminous. Ich kann heute nicht sprechen. Nehmt ihr etwas, was mehr Luminous ist, dann wird auch diese Foundation ein bisschen mehr Luminous. Wenn ihr etwas Mattes nehmt, dann wird sie noch matter. Und ja, die Foundation ist so eine Squeezy Tube, also da kann man Produkte einfach rausdrücken. Ich mache das jetzt so direkt aufs Gesicht. Ich blende das heute mit meinem Smashbox Full Coverage Foundation Brush auf. Ihr seht, sieht wirklich so aus auf der Haut, als hätte ich überhaupt keine Foundation drauf. Also mega natürlich. Für alle die keinen Bock auf Huda Beauty, Faux Filter und keine Ahnung, all diese Full Coverage Foundations haben. Das könnte euer Ding sein. Und diese Foundation ist so schnell eingeblendet. Wahnsinn. Als nächstes nehme ich diesen Too Faced Born This Way Multi-Use Sculpting Concealer in der Farbe Porcelain. Ihr wisst, ich habe es euch kürzlich in einem Video vorgestellt. Ich liebe dieses Ding. Das hat all meine anderen Concealer wie Tarte Shape Tape, NARS Radiant Creamy Concealer und so weiter ersetzt, weil das ist einfach Bombe. Ich trage diesen Concealer jetzt einfach unter den Augen auf. Und verblende das jetzt mit demselben Smashbox-Pinsel. Ich werde heute nicht baken, einfach weil es wirklich sehr heiß ist und ich habe keinen Bock auf sehr, sehr viel Face-Make-up. Deshalb nehme ich einfach mein Huda Beauty Puder, das Easy Bake in der Farbe Pound Cake und sette einfach ein bisschen meinen Concealer darunter und that's it. Ach und by the way, ich habe das Netz hier drin rausgeschnitten. Ich kann es euch jetzt nicht wirklich zeigen hier. Netz ist raus, weil es hat mich verrückt gemacht. Ich hasse es. Es kam so wenig raus.
Ich mache meine Brauen nun off-camera und zwar benutze ich Kat Von D 24-Hour Super Brow Longwear Brow Pomade in der Farbe Walnut. Diese Augenbrauenpomaden haben absolut alles andere ersetzt, weil die sind so gut, so pigmentiert, man braucht wirklich ein klitzekleines bisschen. Aber die halten es total aus in dieser Hitze, also die Augenbrauen sind danach immer noch perfekt. Deshalb mag ich die sehr, sehr gerne. So, und zurück bin ich. Brauen sind gemacht. Als nächstes möchte ich mein Gesicht fertig schminken, bevor wir zu den Augen gehen. Und zwar habe ich hier einige Produkte, die ich alle mega toll finde und kann mich gerade nicht entscheiden, was ich benutzen soll. Ich habe hier einmal die Becca Be A Light Palette, Light to Medium Face Palette. Dieses Ding hier schaut so aus. Ah, ist das nicht schön? Also wir haben hier eigentlich so ein Brightening Puder. Dann haben wir hier ein Blur Puder. Dann haben wir hier ein Bronzer und hier ein Blush. Und diese Palette ist mega gut. Echt Hammer. Ich werde hier aber nur den Blush-Ton verwenden, weil ich habe nämlich noch andere Produkte, die ich ganz, ganz geil finde. Das ist so schön glowy. Eine so, so tolle Farbe. Leute, ich hasse meine Kamera dafür, dass mein Blush immer so clowny aussieht. Das ist in real life wirklich nicht so, vertraut mir. Dann habe ich als nächstes dieses Iconic London Luminous Powder. Und schaut, wie schön das ist. Und es ist riesig. Es ist riesig. Das ist eigentlich so ein Bronzy Highlighter Puder, das eigentlich für Körper und Gesicht gemacht ist. Und ich werde jetzt all diese Töne einfach miteinander verblenden und dann so ein bisschen auf die Highlighty Points auftragen. Ein bisschen dort, wo ich den Bronzer auftragen würde. Ein bisschen hier der Haarlinie entlang. So, jetzt haben wir noch mehr Glow im Gesicht. Und um das noch mehr zu verstärken, habe ich die Dior Backstage Glow Face Palette. Das ist diese Palette hier, habt ihr bestimmt auch schon gesehen, weil momentan schwärmen ja alle davon. Und ich nehme hier einfach diesen goldenen Ton und trage den als Highlighter auf. Das könnte eine der allerbesten Highlighter Paletten ever sein. No joke. I mean, und weil ich es gleich noch ein bisschen übertreiben möchte mit Highlighter, nehme ich diese Charlotte Tilbury Bar of Gold Palette und das sind diese drei wunderschönen Töne hier. Oh mein Gott, hier haben wir den traditionellen Bar of Gold Highlighter, dann haben wir so ein Roségold und so einen Copperton. Und ich werde hier einfach die beiden hellen Töne mischen. Und trage es einfach darüber auf. Leute, ich weiß nicht, wie es in der Kamera ausschaut, aber meine Haut sieht flawless aus. Wirklich flawless. Und ich habe fast keine Coverage. Also nicht fast keine, aber sehr, sehr leicht. Wow. Mit diesem Glow
Bombe. Ich werde jetzt mein Gesicht ein bisschen erfrischen. Ich sage jetzt extra nicht Setten, weil es ist kein Setting Spray. Ich habe diesen Rodial, wie auch immer man das nennen möchte, Dragon's Blood Essence Mist. Das ist einfach so ein Wasser, das ganz tolle Inhaltsstoffe hat und es erfrischt das Gesicht, re-energized das Gesicht und ich mag das einfach so tagsüber, finde es einen mega, mega guten. Finde, das ist ein sehr, sehr guter Gesichtsspray und deshalb trage ich das jetzt einfach über mein Make-up auf, einfach weil, why not? Und es riecht so gut und es ist so erfrischend. Wow, geil. Jetzt, mein Gesicht trocknet noch, zücke ich meinen Fenty Beauty Pro Filter Amplifying Eye Primer in Invisipink. Und das ist ein neuer Lid Primer von Fenty Beauty. Und ich trage den einfach über mein ganzes Auge, also über mein Lid auf. Dieser Primer ist sehr sticky, einfach, das müsst ihr wissen, nicht so wie der Urban Decay Primer, sondern der ist wirklich, wirklich klebrig. Ich bin ja normal nicht mehr wirklich die Lid Primer Person, einfach weil ich finde, dass mein Concealer auch reicht, aber seitdem ich diesen Primer getestet habe, bin ich echt wieder voll der Fan und kann nicht ohne leben. Und jetzt, ihr wisst das bestimmt schon, nehme ich die Fenty Beauty Moroccan Spice Palette. Das ist dieses wunderschöne Prachtstück hier. Ich zeige euch gleich noch kurz die Verpackung aus der Nähe, weil das müsst ihr sehen, weil die ist so verdammt hübsch. Und hier sind die Lidschatten. I mean, come on! So schön. Also diese Palette enthält so ziemlich alle Farben, die ich so im Alltag benutzen würde und ich finde, sie ist nicht zu neutral, sie ist nicht zu bunt, sondern enthält echt, echt geile Farben. Was meint ihr? Ich zeige sie euch auch gleich kurz aus der Nähe. Ist die nicht schön? Wow. Natürlich habe ich auch die beiden Pinsel von Fenty Beauty gekauft, die neuen. Einmal Eyeshadow 200 und einmal 210 Blending. Und ich werde jetzt zuerst den Blending-Pinsel nehmen und nehme die Farbe Come and Get It. Weil ich so einen sticky Primer habe, trage ich das mit so Stampy Motions auf und blende es nachher aus. Erschreckt nicht, ich weiß, es sieht jetzt total unverblendet aus, aber damit ich den Lidschatten besser verblenden kann, nehme ich jetzt den hellen Ton aus der Dior Backstage Palette und trage den unter die Augenbraue auf, um dort den Primer zu setzen. Als nächstes nehme ich die Farbe Spice Trip. Das ist so ein Aubergine-Mittelbraun irgendwie. Und als nächstes nehme ich die Farbe Desert Baked. Das ist dieser goldbraune Ton hier. Und nehme dafür den Eyeshadow Brush. Wie schön ist dieser Ton? Wow! In den inneren Augenwinkel verblende ich Moroccan Eyes. Das
mache ich jetzt einfach mit dem Finger. So, und jetzt nehme ich noch den Fenty Beauty Fly Liner. Das ist ein Longwear Liquid Eyeliner. Der ist so triangular shaped und hat hier so einen Feldtipp vorne. Eine sehr, 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 sehr scharfe Spitze. Mega gut schaut der aus. Ich habe den noch nie auf dem Auge getragen, deshalb bin ich jetzt total gespannt. Wow, der ist voll easy aufzutragen, Leute. Als nächstes trage ich Mascara und Lashes auf und komme dann wieder. So, Wimpern getuscht, Lashes drauf. Ich habe sehr natürliche Lashes von Valeria Mayer Lashes drauf. Als nächstes nehme ich diesen Huda Beauty Lip Contour in der Farbe Medusa. Das ist einfach so ein bräunlicher Nude-Ton und umrande mir damit meine Lippen. Nun nehme ich meinen momentanen Lieblingsgloss, und zwar ist der von Becca. Der Glow Gloss in der Farbe Opal. So eine tolle Farbe, ihr werdet gleich sehen. Dieser Gloss ist voll minty auf den Lippen und oh, ich liebe ihn. Sieht so, so, so schön aus. So Leute, das wär's zu meinem Look. Was meint ihr? Für mich sehr sommerlich, für mich auch persönlich ein leichtes Make-up. Ich weiß, für manche, für euch könnte das ein bisschen zu stark sein, so für den Alltag. Ich finde, die Augen könnt ihr absolut auch weglassen oder einfach nur ein paar Falsies drauf und ansonsten nichts. Auf den Augen würde auch mega schön ausschauen. Ein bisschen Gloss und mit der Haut perfekt. Ja, ich hatte Bock auf ein bisschen Lidschatten, deshalb wurde es ein bisschen stärker. Aber ja, ich hoffe, ich konnte euch hiermit einige Produkte zeigen, die neu sind, die ich neu habe. Und ich zoome euch jetzt gleich ein bisschen näher ran, damit ich euch alles aus der Nähe zeigen kann. So, und das wäre der Look aus der Nähe. Was meint ihr? Hier die Augen. Und der Gloss. Ja, ich hoffe, es gefällt euch und wünsche euch einen schönen Tag. Hinterlasst mir einen Kommentar mit eurem Feedback, ich würde mich freuen. Und schreibt mir auch unbedingt, was ihr in Zukunft noch sehen möchtet. Und bis dann. Tschüss.